Ich war ein paar Tage mit Familie und Freunden unterwegs und sonst war ich wie in Wien. Und ehrlich gesagt, am meisten habe ich genossen die lauen Abende. Ich habe ein paar Besprechungen verlegt in die Parks und zu den Schanigärten, die wir haben. Na, Wien ist schon klasse. Habe ich sehr genossen. Ja, ich mache gern Sommerurlaub in Wien, denn man muss sich an anderen Orten entscheiden, ob man Natur oder Kultur möchte, und in Wien kann man beides hervorragend verbinden. Und wenn ich einige freie Tage habe, genieße ich das gerne in Wien. Zum einen laufe ich sehr gern in den Weinbergen in Stammersdorf, auch in der schönsten Kellergasse, die wir in Wien haben. Und zum anderen haben wir ein ungeheures kulturelles Angebot, gerade auch im Sommer in Wien, das es in dieser Form in keiner anderen Großstadt gibt. Vom Rathausplatz, wo man das Filmfestival haben, aber auch eine kulinarische Weltreise mit 26 Stationen, von Teppanyaki bis zum Wiener Kaiserschmarrn. Und so habe ich auch Gelegenheit, im Sommerurlaub auf den Wiener Märkten einkaufen zu gehen, etwas, was unterm Jahr etwas schwieriger ist, und das ist schon eine hohe Lebensqualität. Wir haben in Wien seit 1999 ein Klimaschutzprogramm, an dem sich alle Ressorts beteiligen und wo wir in den letzten Jahren schon sehr viele Schritte gesetzt haben. Und zwar im Wesentlichen in zwei großen Bereichen. Zum einen im Bereich Klimaschutz und zum anderen im Umgang mit dem Klimawandel, den es ja spürbar für die Menschen gibt. Und zum einen versuchen wir, unter dem Titel Smart City eine intelligente Stadt der Zukunft zu planen und zu errichten. Das bedeutet eine Stadt der kurzen Wege. Das bedeutet aber auch, dass wir einen Schwerpunkt haben im öffentlichen Verkehr. Und wir sind jetzt schon das Bundesland, auch in Österreich, mit dem geringsten CO2-Ausstoß pro Kopf, mit der geringsten Pkw-Anzahl pro Kopf. Also es greifen diese Maßnahmen. Und das wollen wir gemeinsam auch für die Zukunft fortsetzen. Zum einen das Klima schützen, beispielsweise den CO2-Ausstoß verringern, und zum anderen mit dem Klimawandel umgehen. Das bedeutet, dass wir beispielsweise Hausfassaden begrünen, Dachbegrünungen vornehmen, dass wir noch mehr Bäume pflanzen. Wir haben jetzt schon in Wien 480.000 Bäume und setzen pro Jahr noch einmal 3.000 Bäume zusätzlich. Das heißt, es ist uns gelungen, in einer stark wachsenden Stadt oder genauer gesagt in einer Stadt mit wachsender Bevölkerungszahl auch den Anteil an Grünraum zu erhöhen. Das ist etwas, was uns auch von anderen Städten deutlich unterscheidet. Und wir zählen auch zu jenen Städten mit dem höchsten Grünanteil. Nur Berlin und Prag können sich mit Wien messen in Europa. Und mehr als die Hälfte der gesamten Grundfläche ist unverbaut. Und zum einen wollen wir natürlich Wohnungen und Arbeitsplätze errichten, zum anderen aber auch sicherstellen, dass in Zukunft ein hoher Grünanteil gewahrt bleibt und den wir dann auch für die Menschen zugänglich machen. Ich habe einen Klimaschutzplan erstellen lassen für Wien. Das heißt, mir genau angeschaut, wo sind die Orte, wo es besonders heiß ist, wo gibt es am wenigsten Grünraum, am meisten Grünraum, und wo wohnen am meisten alte Menschen und Kinder, die ja besonders von der unglaublichen Hitze betroffen sind. Und da gibt es Hitzebowle in der Stadt, wo es darum geht, hier sofort Abkühlungsmaßnahmen zu setzen, Bäume zu pflanzen, Wasser einzusetzen, schauen, dass wir mit Hydranten auch Trinkwasser zur Verfügung haben, Bänke aufzustellen. Weil man muss schon sagen, das bestätigt auch eine Studie, die veröffentlicht worden ist, dass Wien bis zu 8 Grad heißer haben wird bis 2050. Das heißt, ich gebe Herrn Bürgermeister recht, es passiert viel in Wien, aber wir müssen uns massiv anstrengen, dass wir auch unseren Kindern und Enkelkindern ein gesundes Wien hinterlassen, weil sonst immer mehr
Tropennächte geben wird. Es wird sich nicht mehr abkühlen unter 20 Grad. Die Menschen spüren es ja zunehmend. Der heißeste Juni liegt hinter uns, enorme Hitzetage. Das ist das eine, also kurzfristige Maßnahmen. Dann aber auch mittelfristig genau schauen, wen trifft es am meisten. Und dort ansetzen. Das nächste, was wir jetzt gemacht haben, ist zu sagen, eines der besten Hebeln, die wir in der Stadt haben, ist ja der Neubau. Wir sind eine wachsende Stadt. Und da haben wir jetzt entschieden, dass wir zukünftig 8000 Wohnungen, Kindergärten, Schulen ohne fossile Energie errichten lassen. Das ist ein enormer Schritt, da geht Wien wieder voran, eben auch anhand der Klimaschutzgebiete. Wir haben ein gemeinsames Klimabudget beschlossen, einen Klimarat. Das heißt, ja, ich bin wirklich davon überzeugt, dass auch Wien Klimahauptstadt werden kann und dass wir da unseren Kindern und Enkelkindern was Gutes hinterlassen müssen. Wien hat natürlich ähnliche Herausforderungen wie andere Metropolen. Allerdings denke ich, dass wir über Jahre, zum Teil über Jahrzehnte, Akzente gesetzt haben, die es in dieser Form in anderen Städten nicht gibt. Und dass wir heute einen Anteil am geförderten Wohnbau haben, dass mehr als 62% der gesamten Wiener Bevölkerung entweder in einer Gemeindewohnung oder in einer geförderten Genossenschaftswohnung leben, zeigt, dass wir einen großen Teil des Wohnungsmarktes der Preisspirale, die man in anderen Großstädten spürt, entzogen haben. Denn in den letzten 10 Jahren sind die Mieten im geförderten Bereich ziemlich entlang der Inflationsrate gestiegen und nicht höher. Dort, wo wir wirklich auch in Wien Preissteigerungen haben bei den Mieten, und zwar sehr starke, ist bei den Neuvermietungen im privaten Wohnhausbereich. Da habe ich immer stark darauf gedrängt, schon als Wohnbaustadtrat, dass es auf Bundesebene ein neues, gerechteres, transparenteres Wohn- und Mietrecht geben soll. Aber wir haben in Wien unsere Hausaufgaben gemacht. Wir haben die Wohnbauleistung erhöht, wir haben unsere Gemeindewohnungen nicht privatisiert, wir haben in Kooperation mit gemeinnützigen Bauträgern nicht nur neue Wohnungen errichtet, sondern auch Wohnungen mit hoher Qualität. Damit auch gesorgt, dass es eine soziale Durchmischung im gesamten Stadtgebiet gibt. Etwas, was in anderen Städten neidvoll beobachtet wird, wo man an der Visitkarte oft den sozialen Status erkennen kann. Das wollte ich auch als Wohnbaustadtrat immer verhindern. Und da stehen wir in einer langen Tradition in Wien. Und das wollen wir auch in Zukunft erhalten. Und deshalb ist es wichtig, dass wir auch bei den neuen Stadterweiterungsgebieten sehr darauf achten, dass es eine sinnvolle Durchmischung gibt unterschiedlicher Wohnformen. Und das ist auch der Grund, dass wir gemeinsam vor kurzem eine Novelle der Bauordnung beschlossen haben, wo wir vorsehen, dass bei Umwidmungen 2/3 der neuen Wohnungen geförderte Wohnungen sein müssen. Das heißt, leistbare Konditionen für einen großen Teil der Wienerinnen und Wiener. Aber ich möchte nicht verhehlen, dass eine ganz wichtige und zentrale Voraussetzung ist, auch den Wirtschaftsstandort Wien zu stärken und damit neue Arbeitsplätze zu schaffen. Denn wir werden auch unsere sozialen Überlegungen nur dann realisieren können, wenn es uns auch gelingt, entsprechende Einnahmen zu lukrieren. Und auch da sind wir erfolgreich, denn Wien ist der Wirtschaftsmotor in Österreich. Mit 93 Milliarden Bruttoregionalprodukt sind wir die stärkste wirtschaftliche Kraft in unserem Land. Und das ist mit ein Grund, dass ich bei der letzten Bundesregierung sehr stark kritisiert habe, dass viele Maßnahmen gegen Wien gesetzt worden sind, weil wir immer gesagt, eine vernünftige Bundesregierung unterstützt Wien, denn das ist auch ein ganz wichtiger Motor für die Gesamtentwicklung unseres Landes. Und von daher werde ich auch die kommende Bundesregierung sehr stark daran messen, wie sie mit den Interessen Wiens und damit mit den Interessen der Wiener Bevölkerung umgeht. Ich habe von Anfang an gesagt, ich werde alle meine Maßnahmen, die ich setze in meinem Ressort, also Klimaschutz und Stadtplanung und Verkehr und Bürgerinnenbeteiligung, so setzen, dass sie klimatauglich sind, dass sie nachhaltig sind und dem sozialen Zusammenhalt dienen. Das ist mir enorm wichtig. Das heißt, das ist eine der ersten
Initiativen, die ich gesetzt habe, war rein in die Auseinandersetzung, in den Dialog mit der Bevölkerung, war in Favoriten. Dort entsteht ein riesiges, riesiges Stadterneuerungsgebiet, Favoriten Süd. Da geht es um Dorfkern, Oberlaa, da geht es um Rot-Neusiedl, um Grünraum, weil meine Aufgabe ist es ja, 10.000 bis 12.000 Widmungen zu setzen im Jahr, immer mehr Orte schaffen, Begegnungszonen, wo sie alle Menschen treffen können, wo man Platz für Menschen schafft und wo unsere Bauordnung tatsächlich umgesetzt wird. Wir haben uns jetzt fokussiert auch auf Förderung von alternativen Energien, und zwar leistbar, nicht nur für die Freifinanzierten, sondern für alle. Und auch, das ist mir sehr, sehr wichtig, in der Stadt so viel Platz zu schaffen, dass wir massivst Bäume setzen können, vor allem in dicht verbauten Gebieten. Das ist halt für elementar wichtig. Also der Baum ist eigentlich ein Juwel in unserer Stadt. Und wir haben uns gemeinsam vorgenommen, wie Sie schon gesagt haben, mit der Smart City Strategie, null CO2-Ausstoß im Verkehr. Das ist sehr ambitioniert. Und ich bin ein Rechter, habe einen praktischen Zugang. Das heißt, wir müssen vor allem in den Außenbezirken einen öffentlichen Verkehr ausbauen. Die Leute brauchen Alternativen, das Umsteigen. Ja, das ist das eine. Und diese Alternativen anbieten sich schon als eine ganz, ganz wichtige Aufgabe, weil mir wird ein bisschen das Thema Klimakrise und diese enorme Hitze ein bisschen unterschätzt. Unterschätzt auch, was das für gesundheitliche Auswirkungen hat für Menschen. Auch unterschätzt, was ein Tabu ist, weil ich viele Gespräche geführt habe, auch über den Sommer, mit alten Menschen. Die gehen wir nicht mehr außer Haus. Also das Thema Vereinsamung. Und da, glaube ich, bietet die sowohl unsere gemeinsame Smart City Strategie, wo wir uns vorgenommen haben, in allen Bereichen nachhaltig zu agieren, also die Stadtplanung, viele, viele Möglichkeiten, dass Wien lebenswert bleibt. Und unterschätzen es auch nicht, dieses unglaubliche Engagement der Wiener und Wienerinnen, wenn sie über den sozialen Zusammenhalt reden. Also unglaublich viel funktioniert miteinander und untereinander. Ja? Egal, ob die Großeltern helfen bei den Kindern, egal, ob man die Nachbarschaftshilfe. Ich habe so viele Zettel gefunden, wo die Nachbarinnen aufhängen. Wenn es heiß ist, wir gehen einkaufen. Also Wien ist schon manchmal raunzart, aber eigentlich enorm klasse Leute. Und da darf man die Wiener Wienerinnen nicht unterschätzen. Und unsere Aufgabe ist es, so Strukturen zu verändern, dass allen gut geht, um das sehr einfach zu sagen. Also mir ist wichtig, dass wir die Zukunft des Wirtschaftsstandortes und damit des Arbeitsmarktes in Wien auch gemeinsam entwickeln. Auf politischer Seite, aber auch mit den Sozialpartnern. Das ist auch der Grund, warum ich den ersten Sozialpartnergipfel im Rathaus durchgeführt habe, mit allen Sozialpartnern, inklusive auch der Industriellen Vereinigung Wien. Was mir wichtig ist, dass wir gemeinsam diese Schritte setzen. Und ich habe Standortübereinkommen mit allen Sozialpartnern geschlossen, wo es darum geht, auf der einen Seite dem Bevölkerungswachstum gerecht zu werden, mehr Wohnungen zu errichten, gleichzeitig aber auch bestimmte Flächen in der Stadt vorzusehen, für Gewerbe und Industrie und zum anderen auch die Grünflächen zu erhalten. Und wir haben uns auch im Gespräch mit den Sozialpartnern Themen vorgenommen, wie zum Beispiel die Digitalisierung, wie wir die Herausforderungen der Digitalisierung, insbesondere auch im Bildungssystem, gemeinsam meistern. Und ich bin sehr froh, dass die Kooperation mit den Sozialpartnern in Wien, verglichen auch zu dem, was in den letzten Monaten auf Bundesebene stattgefunden hat, sehr gut funktioniert. Denn wir sind nicht nur Wirtschaftsmotor in Österreich, wir sind auch in manchen Bereichen, was wenige wissen, ganz an der Spitze. Wir sind ja nicht nur Nettozahler beim Finanzausgleich, sondern wir sind auch im Regelfall nach Oberösterreich gemeinsam mit der Steiermark am zweiten Platz, was die Industrieentwicklung betrifft. Wir haben den höchsten Anteil an Betriebsansiedlungen aus dem internationalen Bereich. Und von daher wollen wir
große Betriebe unterstützen, aber insbesondere auch den Kontakt mit den Klein- und Mittelbetrieben forcieren. Und das wirkt sich auch positiv aus auf die Arbeitsplatzzahlen. Und mir ist es wichtig, dass wir neben der Verbindung von Bildung und Arbeit und jüngere Menschen unterstützen, auch vor allem beim Einstieg in die Arbeitswelt, dass wir insbesondere die Menschen über 50 in der Arbeitswelt unterstützen, denn die kommen ganz stark unter Druck, werden oft ungerechterweise schlechter behandelt in der Arbeitswelt. Und ich habe deshalb sehr kritisiert, dass die letzte Bundesregierung die Aktion 20.000 abgeschafft hat, was darum gegangen ist, gerade Menschen über 50 stärker zu unterstützen. Und wir haben vorgenommen, dass wir das in Wien anders machen und wir werden deshalb im Herbst auch eine besondere Förderung für Menschen über 50 am Arbeitsmarkt vorsehen, weil ich glaube, das sind besonders motivierte Frauen und Männer, die ungerechterweise zu wenig Zugang zu Arbeitsplätzen haben und das werden wir als Stadt Wien stark unterstützen. In erster Linie hat Maria Vasilako das 365-Euro-Ticket hinterlassen und ich finde das nach wie vor genial europaweit, was hier Wien geschaffen hat, nämlich leistbar und ökologisch. Das ist genau die Verbindung, die mir so wichtig ist, genau diese Nachhaltigkeitsfrage, Klimaschutzfrage mit der Gerechtigkeitsfrage zu verbinden, da führt kein Weg vorbei. Das heißt, meine Aufgabe ist es, jetzt alles zu tun, dass die Stadtentwicklungsgebiete für die Zukunft so vorbereitet werden, dass es in erster Linie genug leistbaren Wohnraum gibt, auch die Bauträger zu motivieren, weil wir schaffen jetzt neue Verordnungen in den Bezirken, auch erneuerbare Energien einzusetzen, die allen zugutekommt. Ich bin auch dafür zuständig, dass wir den öffentlichen Raum so gestalten, dass alle was davon haben, dass wir den umverteilen, also das sage ich ganz offen, da ist mir der Mensch wichtiger oder das Kind als das Auto. Liegt noch einiges vor uns, auch an kritischen Diskussionen, da stelle ich mich gern, weil da braucht es Antworten. Antworten, was den Verkehr, die Mobilität anlangt und Antworten, was den öffentlichen Raum anlangt, der allen gehört, aber auch Antworten, was machen wir mit den Pendler und Pendlerinnen, 250.000, die, ich sag's ganz frech, reinstauen nach Wien. Mhm. Also da kommt kein Weg vorbei, dass wir da was Gemeinsames auf die Füße bringt. Und im Sommer sind die Diskussionen auch hochgepoppt. Wie geht es weiter mit der Parkraumbewirtschaftung? Da haben sich alle zu Wort gemeldet. Das ist mir zu ernst. Also da will ich einen Parkgipfel zu machen, alle einzuladen an einen Tisch. Ist viel Bewegung, viel Bereitschaft jetzt, dass man da zu einer gemeinsamen Lösung kommt, bin ich gerne bereit. Das ist der eine Punkt. Das andere ist, die ganzen Widmungen und Stadterweiterungsgebiete. Wir werden einige Begegnungszonen, einige lebendige Bereiche in den Bezirken eröffnen, auf das freue ich mich. Und dann haben wir ja darüber hinaus noch rot-grüne Vorhaben, da ziehen wir an einem Strang, was zum Beispiel anlangt, die Mindestabsicherung in Wien, wenn Menschen in Not geraten, da haben wir uns ja gemeinsam gegen Türkis-Blau gestellt, die da Politik am Rücken der Ärmsten machen, das kommt für uns ja überhaupt nicht in Frage, da ziehen wir an einem Strang, das halte ich für sehr, sehr wichtig, weil seien Sie mal nicht böse, es passiert so schnell, dass man in eine Notsituation gerät und die Wiener, Wienerinnen, die Menschen sollen sich ja weiterhin darauf verlassen können, dass hier die Stadt unterstützt, weil Sie ja vorher gesprochen haben, dass diese alte Regierung viele Maßnahmen gegen Wien gesetzt hat, das war offensichtlich, ja, bis hin zu irgendwelchen überflüssigen Pferderl, die gegen Wien reiten, wo schon die Polizisten dann sagen, wir sind unterbesetzt, eigentlich bräuchte man mehr Polizei oder Polizeistationen.
aber auch bis zur Schäbigkeit und ich nenne es so, Kinder in noch mehr Armut drängen zu wollen. Das muss ich ehrlich sagen, ist schon eine Charakterfrage, so weit zu gehen, um eine Gesellschaft zu spalten. Und das kommt für uns in Wien überhaupt nicht in Frage. Ja, ich denke, wir können sehr selbstbewusst auftreten. Wir sind eine sehr starke Wirtschaftskraft, nicht nur für unser Bundesland, sondern für die gesamte Ostregion. Das ist auch mit ein Grund, warum ich die Kooperation mit allen Bundesländern, mit allen anderen Bundesländern sehr stark forciere, auch mit anderen Städten und Gemeinden. Ich bin ja auch Präsident des Österreichischen Städtebundes. Und die Maßnahmen der letzten Bundesregierung haben sich natürlich ganz stark immer gegen Wien gewandt, aber natürlich insgesamt gegen den urbanen Raum. Und von daher muss man sehen, wie gemeinsame Interessen auch in Zukunft gegenüber einer neuen Bundesregierung formuliert werden. Das werden wir in Wien sehr selbstbewusst tun. Es leben in unserer Stadt viele fleißige Menschen, die dazu beitragen, dass Österreich international sehr bekannt ist. Und von daher dränge ich sehr stark darauf, dass unsere Interessen auch entsprechend wahrgenommen werden. Ich erwarte mir in erster Linie, dass wir wieder zu einer Versachlichung zurückkehren. Das war ja nur mehr eine Inszenierung und nur mehr Überschriften, nur mehr eine Spaltung und rein bis zu Versuch, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie, Justiz, unabhängige Medien in Frage zu stellen. Und ich erinnere auch an das Ibiza-Video. Das war nur ein Ausdruck dieser Partie. Das muss man sich einfach vor Augen halten. Die wollten wirklich von Wasser verkaufen bis was auch immer. Das ist das eine. Und das andere ist, ich erwarte mir natürlich, und das ist wahnsinnig dringend, bis Ende des Jahres einen Klima- und Energieplan, den Österreich ja der EU vorlegen muss. Und ich halte es für komplett widersinnig und grob fahrlässig, dass man lieber, keine Ahnung, bis zu 10 Milliarden Strafe zahlt, anstatt wirklich in Klima- und Energieschutzmaßnahmen zu investieren. Da sind wir gern bereit, Wien als Partner, Partnerin in der Sache zu sehen. Und auch, wir haben schon viel versäumt, denken Sie an China, dort wurde unglaublich viel und schnell in die E-Mobilität investiert. Das heißt, darin liegt eine Chance, auch in neue Technologien zu investieren. Das ist der zweite Punkt. Und der dritte, ja, von dem gehe ich nicht herunter. Respekt und Würde sind schon Werte, die man in Wien versuchen zu leben. Und insofern, glaube ich, ist es absolut dringend, dass man da jetzt auch die Frage der Armut ernsthaft beantwortet von Bundesseite und dass man Möglichkeiten schafft, dass Menschen sich überhaupt wieder einen Wohlstand erarbeiten können, was ja heutzutage auch nicht mehr so einfach ist. Mir ist immer wichtig, das Miteinander, nicht das Gegeneinander. Beides. Ich sehe große Chancen. Das heißt, wir sind gut beraten, dass wir die Infrastruktur herstellen, dass wir auch im internationalen Wettbewerb mit der Digitalisierung entsprechend umgehen können. Und es ist kein Zufall, dass österreichweit hier am Rathausplatz der erste Schritt mit der 5G-Technologie unternommen worden ist. Wir haben hier am Rathausplatz mit den drei großen Kommunikationsanbietern mit der 5G-Technologie gestartet, weil hier der Rathausplatz ein Ort ist, wo oft an einem Abend tausende Menschen zusammenkommen und ihre Smartphones, Tablets, was auch immer, verwenden und wir das austesten und von hier aus auch ausrollen, nicht nur über die Stadt, sondern weit darüber hinaus. Das heißt, zum einen ist es für den Wirtschaftsstandort wichtig, dass wir die entsprechenden Rahmenbedingungen bieten. Das inkludiert auch die enge Verbindung von wirtschaftlichen Herausforderungen und Bildungssystem. Das ist das eine. Das andere ist aber, und da haben Sie recht, es ist mit dieser Chance sind auch Herausforderungen verbunden. Und diese Herausforderung sehe ich vor allem also auch im sozialgerechten Zugang zu diesen neuen Technologien. Es darf keine Stadt der zwei Geschwindigkeiten geben. Jene, die stark profitieren von dieser Entwicklung und andere, die zurückbleiben. Und von daher ist mir wichtig, dass wir im Bildungssystem von den Pflichtschulen
die Möglichkeit haben, den Zugang zu finden. Und zwar nicht nur, was die technische Ausstattung betrifft, sondern auch, was den sehr kritischen Umgang mit diesen neuen Technologien betrifft. Das heißt, es wird auch eine Herausforderung für die Lehrerinnen und Lehrer sein, das als sehr kritisches Thema auch zu vermitteln. Und auf der anderen Seite mit Volkshochschulen beispielsweise das lebensbegleitende Lernen auch für die ältere Generation zu eröffnen. Und von daher sehe ich die großen Chancen, die zum Beispiel in der Medizin liegen. Ich war jetzt vor kurzem im AKH und habe dort angeschaut, neue Operationsmöglichkeiten auch mit digitalisierter Unterstützung. Das sind natürlich vor allem im Gesundheitsbereich großartige Möglichkeiten, Menschen zu helfen. Aber es bietet natürlich auch große Herausforderungen im Bereich Datenschutz beispielsweise, sozialgerechten Zugang zu diesen neuen Technologien. Wie kontrollieren wir internationale Konzerne, die gerade in diesem Bereich sich verselbstständigen? Wie können wir garantieren, dass diese internationalen Konzerne auch einen finanziellen Beitrag auch für die öffentlichen Leistungen erbringen, indem sie auch in ein gerechtes Steuersystem inkludiert werden? Also da gibt es neben den großen Chancen, die wir wahrnehmen sollen, auch Herausforderungen. Und das war mit ein Grund, dass ich bei meiner Antrittsrede als Wiener Bürgermeister auch angekündigt habe, dass ich gern hätte, Wien zur Digitalisierungshauptstadt Europas zu machen, weil ich überzeugt bin, dass wir gute Möglichkeiten haben, den Wirtschaftsstandort zu stärken, Arbeitsplätze zu sichern, gleichzeitig die Möglichkeiten der Stadt zu erweitern, aber weil wir auch einen sehr kritischen Zugang haben, auch die Frage der sozialen Gerechtigkeit mit inkludieren können. Wir haben uns gemeinsam vorgenommen und verhehle nicht auch Wertschätzung dem Herrn Bürgermeister gegenüber, weil wir beide auf Handschlagqualität viel Wert legen. Wir haben uns beide vorgenommen, das Koalitionsprogramm tatsächlich auch abzuarbeiten. Wir haben uns beide vorgenommen, die Wiener, Wienerinnen erwarten sich zu Recht von uns, dass wir bis zum Schluss einfach gemeinsam arbeiten. Das ist das eine. Und darüber hinaus, Stichwort Klimaschutzpaket, Stichwort Zukunft, Stichwort Flächenbezirke, Stichwort die Herausforderungen, dass wir da gemeinsam ins nächste Jahr gehen. Wir haben uns eigene Klausuren vorgenommen, lange Rede, kurzer Sinn, wir wollen für unsere Stadt arbeiten. Und noch einmal, weil es mir wichtig ist, da ist das soziale Zusammenhalt, das, was Wien ja so dermaßen prägt, ein zentraler Punkt mit leistbarem Wohnraum. Ich verhehle auch nicht den Ärger über die alte Bundesregierung, dass sie immer nicht eine Mietrechtsreform zustande gebracht haben. Und Klimaschutz, wo wir gemeinsam über Wahltermine hinausdenken. Ich glaube, das verbindet uns auch, weil die lebenswerte Stadt Wien, ja, das heißt Arbeit und das machen wir gleich. Ja, wir haben gemeinsam viele Zielvorgaben formuliert, wie wir unsere Stadt weiterentwickeln wollen, zu einer Stadt, die auch in Zukunft zu den lebenswertesten weltweit gehört. Und wir wollen das gemeinsam machen, nicht nur mit unseren beiden Parteien, sondern auch durchaus mit der Opposition, mit den Sozialpartnern, den Religionsgemeinschaften, vieler Einrichtungen der Zivilgesellschaft, weil ich der Überzeugung bin, dass es gut ist, dass wir auf sehr breiter Basis auch diese Ziele erreichen und auch die Bevölkerung mitnehmen. Und wie wichtig es ist, Innovation mit Stabilität zu verbinden, das sehen wir ja jetzt, wenn man Wien mit dem Bund vergleicht. Wenn man sich anschaut, was da los ist, dass alle 17 Monate dort gewählt werden muss, weil es offensichtlich nicht möglich ist, eine stabile Regierung und damit auch Zukunftsvisionen zu erreichen, dann sind wir in Wien ein stabiler Faktor, ein verlässlicher Faktor, einer, der Visionen, Innovationen sich vornimmt, aber auch in der Lage ist, aufgrund unserer stabilen Verhältnisse diese Ziele zu erreichen. Das vermisse ich derzeit auf Bundesebene. Und von daher sind wir aber gern bereit, unsere Expertise, die wir in Wien erarbeiten, auch dem Bund zur Verfügung zu stellen. Schön formuliert.